Der soll mal Basti ausreden lassen. Ich schalte ja nicht wegen ihm ein. Wie muss ich's machen? Okay, mein Eindruck von dir. Ja. Ich glaube, ich hatte so von dir so das Bild, was man auch so als erstes von so einem Herr Bergmann hat. So Schickimicki? Nee, nicht Schickimicki, sondern so, dass du so kreativer Minecrafter bist, der ein bisschen anders ist als die anderen. Eigentlich unglücklich in Minecraft feststecken und eigentlich gerne also gern Film studiert hätte. Haben wir letztens oder was? Ja, so ein bisschen sowas, ja. Ich hab's, wenn ich so Videos von dir geguckt habe, wo du so diese Papierschnipsel so mit Photoshop bewegt hast und dann so. Ja. Das. Das fand ich ja, so cool, okay. Bro, dass ich so dachte, holy shit, das ist mega cool, you know? Ja. Dankeschön. Wann muss ich jetzt Leertaste genau drücken? Ganz kurz, ich muss kurz den Typen, der mit auf unserem Server ist, den muss ich kurz belohnen. Ja, das war mein erster Eindruck von dir und mein Person, sozusagen also zweiter Eindruck, wo wir was zusammen gemacht haben, dachte ich so, dass du weitaus lustiger bist, als ich es dachte. Also ich hätte dich jetzt nicht als unlustig eingestuft. Aber ich dachte so, oh shit, okay, der ist. Das, was ich dir letztens gesagt habe, so, dass ich so dachte, ja, oh ja. Shit, Stegi ist relativ funny, Bro, ich sollte öfter was mit ihm machen, you know? Ja, ja. Also, Basti-Videos geschaut hast? Ja. Also, hast du da auch gedacht, so, ja, so lala. Hurensohn, dachte ich mir da. Der soll mal mehr Goldäpfelfarben, der Hurensohn. Ja, da soll man die Fresse halten, der Nutten. Der soll mal Basti ausreden lassen. Ich schalte ja nicht wegen ihm ein. Das habe ich mir gedacht. Nee, weiß ich nicht. Was hat der Basti-Sidekick? Ja, aber ist ja. Voll fein, also kann ich ja verstehen. Nein, Spaß, das war eine Joke. Nein, aber in Basti-Videos, das also weißt du? Ja, okay, aber das würde ich jetzt nicht sagen, das nehme ich jetzt nicht so wahr. Oh. Nee, würde ich nicht so sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das Ding ist halt, mein Gehirn ist irgendwie kaputt. Also ich kann mich nicht dran erinnern einfach. Fühlt sich an, als würden wir uns schon immer kennen. Sollen wir rummachen?